Ein wunderbares Moin Moin von der Ostseeküste. Ich bin Sandra Völker, eine der erfolgreichsten Schwimmerinnen, die es je gegeben hat. Ich habe über 60 Medaillen bei Olympischen Spielen, Weltmeisterschaften und Europameisterschaften erlangt. Ich bin 45-fache deutsche Meisterin, 11 Weltrekorde, 18 Europarekorde und mehrere deutsche Rekorde erlangt. Ich bin sehr, sehr erfolgreich gewesen als Schwimmerin und habe das weitergeführt, bin heutzutage Trainerin in einer eigenen Schwimmschule. Und bin Online-Coach und begleite sowohl Sportler, Schwimmer, Triathleten als auch Menschen, die gerne Höchstleistungen vollbringen wollen, sei es im Alltag oder im Beruf. Und dieses Video, was sozusagen das erste Video ist, was ich auf meinem YouTube-Kanal online stelle, soll erstmal ein Vorstellen sein. Was erwartet euch denn? Was für Videos habe ich geplant? Was möchte ich denn eigentlich weitergeben auf diesem Kanal? Und für mich ist es einfach aus der Erfahrung heraus mit den Teilnehmern, mit den Schwimmern, mit den Triathleten, mit den Menschen, die bisher zu mir gekommen sind, ob es Erwachsene sind oder Jugendliche oder Kinder, habe ich einfach festgestellt, dass jeder doch wirklich einzigartig ist, wie eine Schneeflocke, so wie wir es auch immer oft schon hören und einfach benutzen diese Bezeichnung, ist es tatsächlich so. Wir sind hochindividuell. Und dieses Hochindividuelle ist das, was uns weiterbringt. Und das ist das, was wirklich entscheidend ist. Also ich habe immer wieder gesehen, dass Menschen an Grenzen kommen, weil sie eben halt einfach irgendwas nach Schema F machen oder sie lesen etwas im Buch und sagen, oh, aber jemand sagt, ich muss das so machen. Und es gibt häufig auch als erstes halt die Atmung zum Beispiel, ja, sei es jetzt im Wasser, beim Sport oder auch im Alltagsgeschehen. Wie atmen wir denn eigentlich? Das ist eine ganz wichtige Basisgeschichte. Dann, wie schaffe ich das denn eigentlich, wirklich zu schwimmen, auf das Wasser zu vertrauen, zum Beispiel schlafende Frau, schlafender Mann hinzubekommen. Ich habe es umgetauft, das heißt ja eigentlich toter Mann, tote Frau, aber wir leben ja noch, insofern schlafen wir nur. Ist übrigens auch sehr schön, weil das Schlafen zeigt, dass wir uns, wenn wir uns ins Bett legen und schlafen wollen, dann lassen wir los und unsere Muskulatur entspannt sich. Und das ist genau das, was ihr im Wasser macht zum Beispiel. Es wäre auch eine Übung, die ihr gleich mal ausprobieren könnt selber. Ihr legt euch auf das Wasser und seid wirklich entspannt. Ihr stellt das, könnt es feststellen, wenn ihr die Ellbogen ein bisschen anwinkelt, die Knie leicht locker lasst. Also es ist wirklich gar keine Anspannung da ist. Wenn ihr euch aufs Wasser legt, trägt das Wasser euch. Und aus diesem Getragenen heraus ist sozusagen bewiesen, dass ihr eine Wasserlage habt und ihr müsst dann nur noch für den Vortrieb sorgen. Solche Sachen sind in den Videos drin. Ich nehme mir immer einzelne Themen raus oder ich nehme auch im übertragenen Sinne, was habe ich für Hilfen genutzt, welche Coaches habe ich, welchen habe ich zusammengearbeitet, wie gehe ich eigentlich heute mit Dingen um. Ich bleibe immer neugierig, ich möchte mich immer weiterentwickeln, ich lasse mir gerne Dinge zeigen, wo ich vielleicht einfach eine andere Vorstellung bisher gehabt habe, aber sehe, dass ich da verkehrt unterwegs gewesen bin. Ich selber bleibe beweglich und flexibel, weil das Leben ist so. Wir können ja den Plan machen und dann merken wir relativ schnell, dass das tatsächlich nur der eine Teil davon gewesen ist, aber dass man das so wirklich alles umsetzen kann, das funktioniert vielleicht nicht. Ich erzähle natürlich auch darüber, wie schaffe ich es, Höchstleistung zu erreichen und was die Tiefenentspannung damit zu tun hat. Ich bin ein sehr praktischer Mensch, das heißt auch Meditation oder Kurzvideos, Anleitungen zu bestimmten Sachen sind sehr praktisch und oft auch mit Bewegung verbunden. Und ja, lasst euch doch einfach überraschen. Ich habe sehr, sehr viele Dinge im Gepäck. Ich habe viele Ideen gesammelt über die Jahre und ich möchte es jetzt gerne einfach online anbieten. Es gibt kostenlose Programme, es gibt kostenlose Videos und es gibt natürlich auch Angebote auf meiner Webseite, wo ihr ausschließlich mit mir arbeiten könnt oder vielleicht in einer kleinen Gruppe oder ihr möchtet doch richtig zum Schwimmen zu mir kommen, um endlich mal Kraulschwimmen zu lernen zum Beispiel. Also, ich freue mich sehr auf euch und bin ganz gespannt, wie ja, ihr vielleicht auch darauf reagiert, was ich euch alles erzähle und dass meine Herzensangelegenheit in dieser Sache ist. Ich habe meinen Sport mit absoluter Leidenschaft geführt, sonst hätte ich das niemals machen können. Und Leidenschaft ist das, was einen zum Erfolg bringt. Und die Herzgeschichte, ja, dass man da wirklich im Grunde genommen wirklich alles reingibt,
dann wird man erfolgreich. Also ich habe es ja mit dem Sportlichen bewiesen und auch in meinem Leben jetzt, wenn ich weitergucke, all die Dinge, die ich in die Welt gebracht habe, sind aus mir herausgekommen und ich wollte das gerne, weil es mich einfach interessiert hat und weil da meine Leidenschaft sitzt, mal mehr, mal weniger. Aber nur so ging es, weil dann wird es lebendig. Und dieses Lebendige geht oft verloren, auch durch den ganzen Alltag oder was andere Leute erzählen oder man müsste es ja so oder so oder so machen. Dann geht dieses Individuelle nämlich verloren. Und gerade dieses Individuelle möchte ich gerne begleiten und möchte euch einfach ermutigen, genau das zu machen. Genau das zu machen, wo alle sagen, das funktioniert doch niemals. Denkt an die, die das Flugzeug erfunden haben. Auch das habt ihr vielleicht schon des Öfteren gehört. Wenn die jedes Mal daran gedacht hätten, dass das ja eigentlich doch gar nicht funktioniert, würden wir heute noch nicht fliegen. Und wir können größere Schritte. Wir können im Grunde genommen alles erreichen, was wir möchten. Und all die ganzen Dinge gibt es in meinem Coaching, gibt es in meinen Videos. Und ich freue mich sehr, euch da zu begleiten. Also freut euch auf viele schöne Videos. Bis dann!